Also jetzt einfach lauf. Was passiert, ist nicht eigentlich? Ich wollte eigentlich rollen. So, und jetzt mal schauen, was passiert, wenn meine Ausdauer leer geht. Dann sollte ich tot sein. Hier ein Affe auf dem Schleifstein. Okay, verstanden. Ja, ich hoffe, der sagt jetzt nichts mehr Wichtiges. Wo geht's hier rein? Ach, ich glaube, ich weiß wo. Wir ins Haus oder so. Ach, das ist der obere Ausgang, der geschlossen war. Sieht interessant aus. Ja, der Grafikstil, der ist Cell-Shading-artig. Es gibt einige, die mögen das nicht, aber ich finde das eigentlich ganz so schlimm. Was ist das? Du hast ein Watt? Eine Ausdauerfrucht. Ach, wahrscheinlich, wenn man die isst, kriegt man Ausdauer wieder. Ach so, ich glaube, ich weiß. Vielleicht kommt die ja wieder. Und wenn man hier dann drauf zusprintet und die Ausdauerfrucht nimmt. Was? Und, Mann, ist er tot. Super. Okay. Ich habe noch nix. Was ist das jetzt? Ah. Ich bin doch nicht gestorben. Ah, ja, du bist, irgendwie bist du wieder... Ich wurde gerettet. Ach so, das ist ja cool. Ja, und wo geht's hier rauf? Zum Palast. Mit halber Kuppel. Oder so ähnlich. Moment. Da müssen wir später hin. Ich darf vorher noch mit einem reden. Die scheinen Vögel ziemlich doll zu mögen. Ja, die brauchen die Vögel. Das sind wie Pferde für die. Was ist das denn für ein... er ist schwul. Okay, den lass ich machen. Danke auch, Dennis. Bitteschön. Manuel. Morgen, Link. Hast du dich gut ausgeruht? So redet kein Schwuler. Okay, dann rede ich jetzt halt wie ein Schwuler. Tja, ich schätze mal, du hast wegen der Vogelreiter-Zeremonie... Zeremonie kein Auge zugekriegt. Gekriegt, was? Gekriegt. Wie ich? Yeah. Ich repariere diese Tür. Aber ich bin zu doof für. Sie knarrt nämlich und das ist ziemlich unangenehm. Und heute ist Tag der Zeremonie, oder? Bis dahin wollte ich fertig sein. Und ich habe gebrochene Handgelenke. Oh. Na, da kann man nichts machen. Und du hast du nach dem Aufstehen auch fleißig zur Göttin gebetet? Weil sonst bestehst du die Zeremonie nicht, weißt du? Nein, das Einzige, zu dem ich gebetet habe, war die Köchin. Bitte gemeldet. Wenn du dich dieser Statue zuwendest und betest, wird alles, was du bisher getan hast, gespeichert. Wow. Ja, okay, wenn ich ein Videospiel speichere, dann sage ich doch erstmal, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so werden, bla bla bla. Und bitte speichere für mich, genau, ist klar. Statue wie diese gibt es überall im Boltenhort. Wenn du eine findest, solltest du deine Ehrerbietung mit einem kleinen Gebet erweisen. Verlasse dich auf die Göttin. Oh mein Gott. Ja, vielleicht kann man das Problem mit der Tür ganz einfach lösen, indem man einfach mal gegenrollt. Oder auch nicht. Ausdauerfrucht. Ich glaube, die werden später noch ganz praktisch, weil ich glaube, dann muss man die richtig taktisch einsetzen und so. Hier ist eine Ausdauerfrucht. Ach so, das heißt, wenn man... Die kommen dann... Und Zeit. Ich kann springen. Nach vorne. Ah. Und wie machst du das? Hier, guck, ich hab Z. Z ist da unten, ja. Ja, genau. Ja. Und dann Kontrollstück in die Richtung und A. Ich hab dir auch mal Twilight Princess so ein bisschen gezeigt, genau. So ähnlich ist das auch. Oh, und jetzt kommt eine Cutscene. Eine wichtige Cutscene. Eine von 100 Minuten. Oh, mal hier. Das ist die Göttin, denke ich mal. Eine große Göttin. Oh. Ein Jüngling geleitet von der Göttin. Das Gesang. Ja, klar. Mach also theoretisch müsstest du auch richtig mitsingen. Mach ich doch. Nein. Ein Jüngling geleitet oder so. Okay. Wer muss jetzt vorlesen? Okay, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Gewonnen! Nein! Okay. Ja, wie dies Guten Morgen, Link! Nein, mehr so Frauen als so. Guten Morgen, Link! Die Person ist wichtig. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Link? Unsere Verabredung, hattest du sie vergessen? Nein, ich hab die ganze Zeit dran gedacht. Sieh doch, mein Kleid und dieses Instrument.
Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Link guckt so nach dem Motto, boah, geil, Musik. Kenn ich gar nicht. Der guckt sich aber gar nicht etwas anderes an. Ja, denke ich auch. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Ja, vor allem das Instrument. Man sagt schon, dass die legendäre Göttin so einspielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Also gerade eben in dem Video, in dem ersten, konnte man ja auch die Göttin mit so einer Harfe sehen. Das ist eigentlich eine Lyra, aber... Ja, Lyra, Harfe. Wie es bei den römischen Göttern benutzt wurde. Toll, oder bla bla bla. Vater hat mir gesagt, dass man sie Lyra nennt. Siehst du? Ach, du hast es mal wieder recht. Ha! Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst genäht. Man sieht. Ich sehe keinen Schal. Okay, wollt ihr? Doch, dieses Plüschteil, was da hängt. Ach so, das ist ein Schal. Ja, ein Umhängeschal. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörper ich die Göttin, sagtest du schon. Ich wollte, dass du mich so siehst, Link. Alter, wie die dabei guckt, wie so eine Katze. So. Was? Steht mir doch. Sollen wir mal Nein sagen? Och, jetzt bist du böse. Sag mal naja. Ich will gucken, was passiert. Okay, sag mir mal böse. Naja, ist... Was? Was drückst du so herum? Sag doch, gefällt es dir oder nicht? Sag doch einfach, dass es dir nicht gefällt. Zelda, bist du schon fertig? Toll, jetzt hast du schon unser Image für das gesamte Spiel ruiniert. Ah, das wird sich nachher ändern, also von daher. Oh, Vater. Aber ich find's jetzt irgendwie in dem Moment witzig. Link ist ja auch... Den will ich vorlesen. Den wunderbar. Ach so, ja, dann mach... Ach, mach du den. Link ist ja auch schon da. Wunderbar. Selbst als alter Langschläfer hast du es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Der hat öfter das Langschläfer-Image. In einem anderen Spiel war da auch so eine Schlafmütze. Das ist irgendwie... Naja. Der schläft gerne. Oh mein Gott. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an! Okay, wahrscheinlich gewinnt der jetzt auf jeden Fall. Wo wir von Anstrengung reden. Jetzt petz das bloß nicht mit dem Kleid, ja? Hör mal, Vater. Und jetzt, Link hat gesagt. Link hat in letzter Zeit, er hat mich nicht wirklich viel... Achso, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Du blöde Kuh. So wie ich bei Mathe-Klausuren. Auch als er geflogen ist, hat er nicht wirklich... Ey, siehst du, das Link läuft rot an. Hat er sich nicht wirklich viel angestrengt. Schau mal, der läuft echt rot der an. Der wird immer roter. Wie ist das denn? Die haben sich was bei dir gedacht. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Alter, der platzt gleich. Der ist gleich so rot wie der Schal von dem Vater. Reg dich nicht so auf, Liebes. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Der nimmt uns hier voll in Schutz. Sicherlich ist Link nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit, also weißt auch du. Link und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Sie haben eine sexuelle Beziehung. Und da kommt er auch schon. Jeder Bewohner des Wolkenhorns hat seinen eigenen Vogel. Ja, genau, im Kopf. Ja, okay. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Wie schön sich die Haare mal bewegen, obwohl da gar kein Wind auf der Insel ist. Obwohl doch, im Himmel wird es windig sein, denke ich. Ja, die Wolken bewegen sich auch. Sogar in die richtige Richtung. Die haben sich schon was dabei gedacht. Ja, ziemlich gut. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier vor der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Das erinnert mich auch wieder an The Wind Waker, aber naja, egal. Natürlich war das auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der Link zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist kaminrot, so selten, dass sie seine Art für ausgestorben hielten. Wundervoll. Link, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Ja, also Link denkt sich gerade, Alter, was laberst du? Ich glaube, der ist auch so ein bisschen so eher so der Bescheidene. Ja. Erinnerst du dich, Liebes? Damals, gleich als Link und sein Wolkenvogel sich trafen. Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen.
ganz ohne Übung, mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Ja, okay, der stellte hier so ein bisschen bloß. Ja, das hat die auch mit uns gemacht. Stimmt und auch wieder. Und jetzt redet Link und verarscht. Ich glaube, der kommt jetzt ein Flashback. Komm bitte ein Flashback, das wäre so geil. Nein, kein Flashback, der ruft jetzt seinen Vogel. Es ist ja auch kein Wunder, dass man Link um seine Beziehung zu seinem Wolkenvogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Wow, das ist ja voll der Psychologe, ey. Finde ich gut. Ich habe einen Fehler im Spiel gefunden. Der bewegt nur den Mund, wenn er anfängt zu reden. Und danach? Ja, komm. Du nimmst das zu leicht. Ah nee, das ist dein Part. Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Gib dir Mühe. Der Ritterschule ist. Ja, man muss auch eine Theorieprüfung bestehen, so wie beim Führerschein. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und das ist doch gut fürs Abschlusszeugnis. Fürs Abitur. Genau. Und im schlimmsten Fall wird er kein Ritter werden, sondern nur ein billiger Müllabfuhrmann. Genau. Fliegt er mit seinem Vogel durch die Gegend. Ist ja schon gut, Liebes. Jetzt reg dich doch nicht so sehr auf. Immer wenn es um Link geht, bist du so... Ja, sie ist halt sehr besorgt und fürsorglich. Ja. Hey, Link, komm schon. Lass uns innen gehen. Zumindest ein wenig, wenn das geht mit dir. Wieder gezogen. Jetzt komm schon hierher. Was machst du denn? Komm her. Los. Oh mein Gott, der arme Link. Er tut mir so leid. Oh. Auf geht's, spring von der Plattform und rufe deinen Wogelfunkel, wie du, so wie immer. Ja, ich will eigentlich gar nicht springen. Und jetzt, 1, 2, 3. Die Zeremonie wird bald beginnen, dann musst du in Form sein. Wie? Du bist das, oder? Nee, Link redet nicht. Wie? Ach so, dann sagt er nichts. Oh, dann ist er ein Mensch, der nicht redet. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Wie, was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren. Sag doch sowas nicht. Du willst doch sicher wieder drücken. Der ist so fauler Sack wie ich, ey. Ja, der ist cool. Jetzt komm schon. Du musst etwas üben. Tu es für mich. Und jetzt springt er natürlich runter. Bis gleich. Link, du musst runter. Und das sagst du mir jetzt. Um deinen Wolkenvogel zu rufen. Okay. Ich hab gar nichts gemacht, aber egal. Ja, wo bleibt er denn? Er kommt nicht! Base Jumper! Ja, genau. Und das hatte schon einen Grund, dass Link seinen Wolkenvogel nicht spüren konnte, denke ich mir mal. Genau. Wo kommt auf so einer Insel Wasser? Fragt mich nicht. Vom Regen? Das kann sein. Auf jeden Fall wurden wir gerade gerettet. Wundervoll. Oh, der Vogel ist auch ganz im Arsch. Die kümmert sich erstmal um den Vogel, ne? Das ist ja... Dein Part. Achso. Es tut mir leid, ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht's dir gut? Ich glaube, die meint den Vogel, oder? Ja, ich glaube auch. Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Der hat Schiss, dass ein Wolkenvogel dem Ruf seines Herrn nicht folgt. Und der hat hinten auf seiner Jacke so ein, oder auf seinem Schal. So ein Symbol wie auf meiner Fernbedienung hier. Ja, aber nicht ganz so. Das sieht ein bisschen anders aus. Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Link? Oh Gott, sprach Faye. Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Mein Pass. Link, du hast also vorher die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Redet er eigentlich gar nicht? Also nur das, was wir quasi sagen. Ich muss mich nun erst einmal um meinen Vogel kümmern. Siehst, das war klar. Du solltest in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Ja, der hat sich gerade mal so aus dem Staub gemacht. Wie meine Katze, die ich nicht habe. Pause! Essen, Pause! Essen! Essen! Pause! Essen! Pause! Oh, ist es schon so spät? Die Vogelreiterzeremonie wird dieses Jahr von Meister Taito organisiert, Link.
Kannst du bitte zu Taitor gehen und dich mit ihm beratschlagen? Ja. Okay, der macht... Schau dir dessen Gesicht an. Oh mein Gott. What the fuck? Vater, selbst wenn er zu Meister Taitor geht, wird er sich nicht mit seinem... Was? Schulden? Was? Schuldirektor. 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 Ach so. Ja, der rote Schal im Hintergrund ist voll im Weg. Und du, das bist du. Ah, ja, genau. Ja, der ist Schuldirektor. Da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. Genau. Wieso ist er sich das so sicher? Dann werde ich eben mit ihm reden. Link, sag doch bitte Taitor, dass er in mein Büro kommen soll. So viele Leute gibt's auf der Wolkeninsel nun auch wieder nicht. Oh, doch, das sind schon viele. Also haben mehr überlebt, als du glaubst, denke ich mir mal. Kannst du nur nachtreten? Also der Vogel, der liegt da irgendwie... Also die Funktion hier finde ich ja immer noch am geilsten. So, aber jetzt will ich erstmal meinen Vogel wieder haben. Ne, halt, das ist ja vielleicht nicht so gut. Doch, mach das mal. Nein, ich habe meinen Vogel noch nicht. Wer sagt das? Dann kommt wieder so ein scheiß Ritter und macht mir Vorwürfe. Ja, mach doch mal. Oh, scheiße, ich bin völlig im Arsch, ey. Boah. Aber das mit der Ausdauer finde ich eigentlich eine coole Idee. Oh, ein Zeichen. Und, oh, Moment. Ah ja, ich kann ja... Das ist so das Geilste. Die hat so eine dicke Wampe, du siehst noch nicht mal den Kopf von den Beinen aus. Super, toll. Ich meine, immer wenn da diese Streifen von oben und unten kommen, dass irgendwie irgendwas passiert. Ach so, nein, das... Ja, du denkst dann irgendwie... Das ist nur dieses so. Anvisieren. Ja. Du hast nur bisher 2D-Zelda-Spiele gespielt, oder? Das auf dem Game Boy hast du gespielt, genau. Ne? Ja, das kennst du das wahrscheinlich noch nicht. Ja. So ein Minish-Cap. Oh, eine Wand! Hey, das ist toll. Okay. Das ist eine Sprintbohne, oder wie man die teilen. Ausdauer. Alter, kann er schnell werden. Nein! Warum machst du das immer? Du hättest runterdrücken müssen. Ja, jetzt machen wir wieder Vorwürfe hier. Geh weg, du Sack. Ich bin bald selber ein Ritter. Wenn ich meinen Vogel wieder... Ja. Jetzt flieg endlich weg. Der arme Vogel. Ach mein Gott, ey. Immer kriegt man hier nur Vorwürfe. Ich wollte eigentlich nur diese Blumen haben, die mir jetzt gar nichts mehr bringt. Ich mag das mit dem Sprinten, das ist cool. Wer bist du denn? Eigentlich ist das Aufschließen der Tür nicht meine Aufgabe. Und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Ja, ist das so schwer? Was ist mit dir, Link? Du siehst unruhig aus. Das kann doch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden. Ja. Tut mir leid, ich war bis eben in der Schule. Ich habe nichts mitbekommen. La 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 la. Kuku weiß über Vögel am besten Bescheid. Ich habe ihn unten gesehen. Geh doch mal runter und frag ihn. Ja, und wo ist dieser Taitor oder Taylor oder wie auch immer? Die sind beide im Haus. Das weiß ich nicht, ob Taitor dieser eine... Wer bist du? Du mal. Ach so. Was ist los, Link? Du siehst nicht gut aus. Du aber auch nicht. Was? Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Ja, ganz schlimm. Ja, das ist schlimm. Aber weißt du ungefähr, wo er ist, oder? Nein. Weiß ich nicht. Du willst ihn jetzt suchen gehen. Aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Andererseits, ohne Vogel wärst du bei der Zeremonie sozusagen, vogelfrei. Hahaha. Verzeihung. Vielleicht ist das die Strafe dafür, dass du meine Bitte ignoriert hast. Jetzt kommen wieder Vorwürfe. Außerdem, was für eine Bitte? Wie dem auch sei, der Direktor ruft nach dir. Ach, nach mir? kann sein, dass das Taitor ist? Ja. Ich verstehe. Nun gut. Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie und finde erstmal deinen Wolkenvogel. Und Coco ist der drin, der Typ. Ja. Also geh nochmal runter oder geh da rein. Link, jetzt keine Zeit zum Trödeln. Ja, okay, dann muss ich... Ja, ich wollte eigentlich gerade reingehen. Geh oben rein. Ja, muss halt unten reingehen, mein Gott. Ja, vielleicht wissen sie ja etwas. Nein! Das ist doof. Jetzt reicht's mir. Nein. So. Oh, Gott. Schrecklich, der Typ. Ich dachte gerade, der sagt dir jetzt die ganze Zeit, weil du dich rumdrehst. Wir beten mal. Ja, ich will beten. Ich will beten. Lass mich beten. Speichern.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und bitte speichere für uns. Ja, und das war's dann auch so erstmal. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts wir jetzt aufgenommen haben. Aber wir verabschieden uns jetzt erstmal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Meister Titor. Und das Tor ist offen. Und ja. Das werden wir dann alles das nächste Mal machen. Also bis dann. Und ciao.